Meine Süßen und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Es tut mir leid, ich bin etwas verschnupft. Ich dachte mir eben gerade, ich wollte eigentlich jetzt los zu meiner Haartante. Die uns auf Instagram folgen, die wissen Bescheid. Ich kriege heute wieder lange Haare. Ich habe ja eigentlich Extensions. Ich setze mich mal mit euch. So seit 5-6 Jahren. Und eigentlich halte ich es nie länger als ein paar Wochen ohne aus. Ja, und jetzt hatte ich, ich glaube bestimmt 3 Monate, 4 Monate keine Extensions. Und so viele schreiben mir, es steht dir so gut, die kurzen Haare, und halte durch, aber ich fühle mich unwohl, bei mir ist kalt auf dem Kopf und irgendwie nie gefällt mir wirklich ein Foto, wenn ich mal eins von mir schieße. Die Frauen da draußen kennen es vielleicht und deswegen lasse ich meine Haare wieder lang machen und fahre zu der Haartante meines Vertrauens, wo ich schon viele, viele Jahre bin. Ich dachte mir, vielleicht kann ich euch sogar ein bisschen mitnehmen. Also geplant ist es eigentlich, dass ich euch bei Instagram mitnehme, aber ich dachte mir, warum nicht eigentlich auch hier, ne? Kann man ja auch mal machen. Und so ein Vorher-Nachher-Bild ist vielleicht auch ganz interessant. Ich habe mir allerdings heute Morgen, richtiger Fail, so eine richtige Vero-Aktion, ich habe mir meine Haare gefärbt. Ich wollte es gestern schon machen. Ich war gestern aber auf Instagram noch mit Flo live und das war so nett und so schön. Wir haben uns danach noch so nett unterhalten, dass ich meine Haare abends nicht mehr färben konnte. Also habe ich sie heute Morgen gefärbt, halb so wild, dachte ich mir. Und habe aber nicht bedacht, dass natürlich die Spülung, die dabei ist, bei dieser Haarfarbe, ne, nicht auf meinen Kopf gehört, wenn ich mir heute die Haare verlängern lasse, weil diese Spülung ummantelt quasi das Haar. Und es kann passieren, dass nachher meine Haarverlängerung nicht richtig hält. Und es sind schon hochwertige Haare, die da eingearbeitet werden. Also ich habe mich wieder mal für russisches Echthaar entschieden. Und es wäre so schade, also generell wäre es schade, egal was ich mir für Haare da reinmachen lasse, wenn die dann einfach wieder rausfallen und meine Haartante die ganze Arbeit umsonst hatte, ne? Genau. Das Ende vom Lied war, dass ich jetzt überlegt habe, wie kriege ich diese Haarspülung da wieder raus. Weil ich habe es natürlich erst bemerkt, als ich die Haare schon ausgespült hatte und trocken hatte. Meine Haartante schrieb mir dann, es hört sich komisch an, ich weiß, aber nimm Spüli. Wasch dir deine Haare mit Spüli, aber so richtig ordentlich. Ich sage, was? Das wird ein Schaumbad. Also meine lieben Leute, schaut euch meine Haare an. Die sind jetzt also frisch gewaschen mit Spüli. Falls ihr mal ein ganz tolles Haarprodukt braucht, findet ihr bei euch in der Küche. Also ich bin gespannt. Ja, sie meinte, das sollte jetzt die Rettung eigentlich sein, dass dieses enorm glatte und, naja, ich will jetzt nicht sagen ölige, aber ne, das wird ja so ummantelt bei der Spülung, dass das raus ist und dass die Haare wieder so eine gewisse Festigkeit haben. Genau. Ich werde jetzt so Lächeln so langsam wecken. Sie schläft jetzt schon so anderthalb Stündchen und kann im Auto, wenn sie mag, natürlich weiter schlafen. Ist immer so ein bisschen blöd, wenn ich sie im Mittagsschlaf bis zu Ende machen lasse, dann ist es schon mittags fast und dann kann ich nicht mehr zu meiner Haartante fahren, weil ich fahre eine Stunde und ich muss natürlich nachmittags wieder hier on top sein, weil die Kinder natürlich nach Hause kommen und auch essen wollen. Heute ist Dienstag, die Mädels haben Tanztraining, also Shanika und Skylar, die gehen ja immer einmal die Woche zum Tanztraining und da muss ich natürlich pünktlich zu Hause sein, um einfach die Kinder in Empfang zu nehmen. Und deswegen habe ich sie heute ein bisschen früher schlafen gelegt, dass sie jetzt anderthalb, zwei Stunden schlafen kann. Und ich höre sie sogar gerade. Ich muss sie gar nicht wecken. Sehr cool. Genau, ich versuche euch ein bisschen mitzunehmen und zu zeigen, wie meine Verwandlung später sein wird. Wir sehen uns dann bei meiner Haartante. Bis gleich. Hallo. Wie kann man so gute Laune haben, wenn man aufsteht? Bist du immer gut gelaunt? Ja! So, wir fahren jetzt los. Schaut mal, ich wollte euch noch mein Outfit zeigen. Ich habe mir so einen langen Hoodie gekauft. Dazu einfach eine Strumpfhose und ein paar Strümpfe. Ein bisschen gewagt, aber doch irgendwie cool und lässig. Ich mag es total. Los geht's. Wir sind angekommen. War gar nicht so einfach, ne? Parkplatz suchen, Wickeltasche,
meine Tasche, Autoschale, an nichts, an alles denken, nichts vergessen. Ja? Ich bin's, die Vero. Ihr wundert euch jetzt bestimmt, ne? Die Steffi arbeitet nicht im Studio, die arbeitet zu Hause. Klingt erstmal komisch, die hat natürlich ein Gewerbe, ganz normal. Aber praktisch ist natürlich, ihr könnt die Kinder mitnehmen, ne? Also sie hat selber Kinder und ich kenne das selber, ne? Du gehst zum Friseur und wo lässt du die Kinder? Bei Steffi stellt sich die Frage nicht. Hi! Ich bin nicht wahr auf die falsche Station. Hallo, das ist die Steffi. Hallo, sie ist doch schüchtern. Ich komme einfach mal rein. Ich habe eben schon erzählt, dass du von zu Hause arbeitest. Und dass man, warte, ich drehe euch mal, dass man deswegen gar kein Problem hat wegen der Kinderbetreuung, richtig? Ja. Cool, oder? So, ich ziehe dich erstmal aus und dann zeigen wir euch alles weitere. So, schaut mal, die kriege ich jetzt alle rein. Wir haben extra verschiedene Längen genommen. 55, 60 sind das. Das sind 40, 45, richtig? In der Mitte? 45, 50. 45, 50 und? 40. Und 40. Habe ich mit Absicht so gewählt, damit ich einen coolen Übergang habe zu meinem Bobschnitt hier so. So, na dann. Ich bin ganz aufgeregt. Die Steffi, die erzählt euch jetzt genau, was sie bei mir getan hat, oder? Ja. Ah, ja, also sie mich zwingt. Wartet. Also, wir haben jetzt bei der lieben Veronique die Bonding-Methode gemacht. Genau. Mit der Wärmezange. Ich mag die. Genau. Die hält auch ziemlich lang, 4 bis 6 Monate. Zeig mal die Bondings. Auf der Suche. Also, die sieht man... Da haben die auch nicht mehr extra Platz gemacht. Genau. Oh, ist gut. Und es sind 150 Gramm. Tatsächlich. Ich habe drauf gepasst. Wir fliegen umbrechen. Ja. Ja, sehr schön. Ja. Alles Weitere erzähle ich euch nachher. Schön kann ich nur. Ja, ich freue mich so sehr. Die Haare sind wieder lang. Und jetzt geht's wieder zurück zum Auto. Meine Süßis, ich bin raus, beziehungsweise wir sind raus. Soleilchen ist schon am Einschlafen und ich fahre jetzt nach Hause. Die Mäuse kommen ja bald. Und ich darf nicht zu spät kommen. Ich habe euch ja auch so ein bisschen auf Instagram mitgenommen und habe da aktuell meiner Story. Wenn ihr das Video seht, wird es schon weg sein. Allerdings sage ich euch das trotzdem. Ich verlinke euch unten in der Infobox das Instagram-Profil von der lieben Steffi, die mir meine Haare so schön gemacht hat. Und falls ja jemand von euch aus Berlin kommt oder aus der Nähe kommt und möchte auch gerne sich die Haare verlängern lassen, dann checkt doch mal ihr Profil ab. Ihr findet sie in Berlin-Spandau und ich habe mit ihr mir ein Angebot für euch überlegt. Falls ihr euch, also das ist unbezahlte Werbung, das ist einfach nur, weil ich dachte, wenn ich schon da bin und mir sowieso meine Haare machen lasse, und ich mache das ja seit vielen Jahren bei ihr, dachte ich mir, frage ich doch gleich mal, ob sie ein cooles Angebot für euch hat. Und die Angebot lautet, ihr könnt euch indisches Echthaar einarbeiten lassen. Ich habe jetzt russisches. Ihr könnt euch aber auch das russische aussuchen. Das ist dann bloß preisintensiver etwas. 50 cm bis 150 Gramm könnt ihr euch einarbeiten lassen. Ob ihr das mit Mikorings macht, ob ihr das mit Tape Extensions macht oder wie ich mit der Bonding-Variante. Ich habe mir meine Bondings ja auch noch flach machen lassen. Eigentlich werden die Bondings ja so gerollt. Steffi hat mir die gerollt und danach platt gedrückt mit einer extra Zange. Es ist ein bisschen preisintensiver, aber es fühlt sich ganz toll auf dem Kopf an. Und das ganze Angebot, also indisches Haar, echt Haar, 50 cm bis 150 Gramm, egal in welcher Variante ihr euch das einlassen setzen möchtet, kostet bei der lieben Steffi 220 Euro. Ich finde, das ist mega. Sie kann natürlich ganz andere Preise aufrufen als die Friseure im Shop. Das ist klar. Ne? Sie arbeitet von zu Hause. Sie muss dann natürlich nicht diese mega Studiogebühren und sowas bezahlen. Also die Studiomiete. Und genau. Also falls ihr Lust habt, ich verlinke euch hier einfach unten
Für alle anderen, vielen Dank fürs Zusehen. Ich freue mich immer sehr, wenn ich euch irgendwo mitnehmen kann. Das war jetzt auch wieder mal komplett spontan. Das war mit Steffi gar nicht abgesprochen. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß und habt mit mir mitgefiebert. Ich war ja echt aufgeregt. Und ich fühle mich jetzt echt wieder wohl. Es ist einfach was anderes. Klar ist das nochmal komplett zeitintensiver, das muss man wirklich ehrlich sagen. Wasche ich mir so die Haare, föhne ich sie danach, bin ich irgendwie in 10 Minuten fertig. Wasche ich diese Haare und föhne sie danach und glätte sie danach, was für mich ein Muss ist, bin ich schon mal eine Stunde beschäftigt. Aber, ne, ich weiß, was für einen Preis ich dafür zahle. Ich fühle mich darin tausendmal wohler. Und genau, habe euch jetzt so ein bisschen mitgenommen in meine Extensions-Welt quasi. Und wünsche euch jetzt noch einen wunderschönen Tag. Danke fürs Zusehen und dann bis zum nächsten Mal. Ciao.